Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder im Keller des Deutschen Museums in einem Labor, in dem an Kunststoffen geforscht wird. Und zwar an einem der meinem Wissen nach ältesten Kunststoffe, die es bei uns gegeben hat, und älter als Bakelit, nämlich das Material, aus dem alte Filme gemacht wurden und Tischtennisbälle. Warum? Weil Cellulosenitrat einerseits eines der ersten Kunststoffe, die dann industriell gefertigt wurde, in unserer Gesellschaft große Rolle übernahm, ja. Im Normalleben als Alltagsgegenstände, ob Kämme oder auch Tasten von Instrumenten. Und dieses Material zersetzt sich sehr, sehr schnell. Also von alle. Das ist auch feuergefährlich. Also wir haben in unserer Kindheit immer gern so Tischtennisbälle angezündet, weil die dann so weggepufft sind. Ne? Genau. Ich kann kurz vielleicht was zeigen. Ja, sehr gut. Wir haben an sich Cellulose von Holz oder Baumwolle, die mit Salpetersäure und Schwefelsäure bearbeitet wird. Und dann im Abbauprozess werden diese Nitrilgruppen abgespalten, die wiederum mit Feuchtigkeit in der Luft so wieder Salpetersäure bilden. Diese Säure beschleunigen weiterhin diese Abbauprozesse. Und in Abhängigkeit, wie viele Nitrilgruppen man hat, kann das explosiv sein. Wir haben an sich bei Festmaterialien, also 3D-Objekte, eher nicht so einen Höhegehalt an Nitrilgruppen, das heißt nicht explosiv, aber an sich, wenn es startet zu brennen, ist schon sehr schwierig zu stoppen. Wir haben unsere Material zur Forschung in einen F-19-Schrank. Ist Feuerfestschrank. Feuer. 90 Minuten könnte es drinnen bleiben. Ohne, dass es rausgeht. Genau, dann hoffentlich 90. Ist die Feuerwehr längst da. Jetzt, wie alt ist denn dieses Cellulose-Nitrat eigentlich? Der wird schon 150 Jahre existieren, oder? Genau, Ende, also 1870 ungefähr, 70, ja. 1880. Das war nämlich der Hammer, da sind dortmals Ihre Urgroßeltern, werden es vielleicht noch erlebt haben, regelmäßig Kinos abbrennt, weil er irgendwann mal bei der Vorführung so Film und Feuer gefangen hat und sich dann praktisch in Feuer und Rauch aufgelöst hat. Aber das ist ja nicht bloß jetzt auf Filme, Filmmaterial bezogen, und auf, sondern es ist relativ häufig und verschiedenst genau. eingesetzt worden. Und hier sehen Sie auch eine Studie, die wir mit Infrarotspektroskopie gemacht haben. Wir haben in unserer Sammlung ca. 93 Exponate schon identifiziert. Ob es Kämme oder Haarspangen in Musikinstrumenten, in Kosmetikartikel, in Schmuck, in Spielzeug, in Brillen und Uhren. Noch einmal, das heißt nicht, dass diese Exponate hundertprozentig aus Cellulosenitrat bestehen, aber Komponenten davon haben. Diese Exponate, großteils doch im Depot, sind jetzt getrennt gelagert worden, wo bessere Luftung gibt, sodass diese Säure auch entweichen können, und sind auch dort gut zu monitoren. Heißt, dass man regelmäßig nach deren Zustand guckt. Ja. Und das ist schon auch ein Beitrag, den wir jetzt geleistet haben. Den anderen Beitrag ist dann durch die Forschung von meiner Kollegin Christina Sesser, Thema einer Dissertation an der TU in München. Und da geht es darum, okay, könnte man eventuell das noch länger halten, wenn man die Temperatur senken würde? An sich ja, kennen wir von Kühlschrank, von Gefrierfach zu Hause. Unsere Lebensmittel können somit viel länger erhalten bleiben. Die Frage ist an sich dann, genau bei 3D-Objekten und wo Mischmaterialien gibt, ist das vielleicht gut für Cellulosenitrat, aber doch nicht so gut für sein Nachbarmaterial. Und nämlich an diese Grenzfläche, wo die eine so sich ausdehnt. Ja, das ist ein riesengroßes Feld, oder? Ja, in 3 Jahren schafft man das nicht. Das stimmt okay. Ihnen zu. Muss auch der Professor das auch so erkennen. Wir denken schon auch an Nachfolgeprojekt, aber Ziel wäre, was wir lernen, und zwar anhand ein paar Messungen, die man tatsächlich machen kann. Erst Guidelines, erste Hinweise, das ist doch erträglich, das wäre gefährlich. Also in Abhängigkeit der Zustand, ist schon ein gerissenes Objekt noch kalt zu lagern oder einzufrieren, oder ist jetzt leider zu spät. Oder in Abhängigkeit der Mischmaterialien, Kombination Cellulosenitrat-Holz oder Cellulosenitrat-Metall. Also wo ist dann irgendwie leider keine gute Idee, die Temperatur zu senken, weil die Kombination an sich das nicht bräuchte. Und diese Erfahrungen, die wir jetzt im Projekt machen wollen, sollen dann in Guidelines landen, sodass andere Museen, und es gibt tatsächlich welche, die ähnlich wie wir solche Sammlungen haben, und dann freut man sich doch nicht, wie ich vorher sagte, nicht jeder muss den gleichen Schritt gehen, sondern wir lernen voneinander. So Orte gibt es überhaupt, wo an sowas geforscht wird? Weil normalerweise von Seiten
arbeitende Industrie, vom Erzeuger her, ist es ja oft ja nicht ganz unerwünscht, dass die Dinge kaputt gehen, weil dann man wieder was Neues braucht. Ne? Das heißt also das, was Sie machen, ja, ist eigentlich von der Industrie her gesehen kontraproduktiv. Ja, also natürlich die Industrie macht auch künstliche Alterung. Wir machen das auch jetzt in dem Projekt. Neue Prüfkörper werden künstlich gealtert, werden dann kalt gelagert, vor, nachher alles getestet. Wie hat sich das Material verändert oder doch nicht? Die Industrie macht das auch, aber mit dem Zweck der Nutzung. Das heißt, da geht es um diese 5 Jahre Nutzung. Und 20 Jahre Nutzung für Kunststoff ist schon sehr, sehr lang. Und unsere Idee ist eine andere Zeitspanne. Das heißt, die Forschung, die auch von der Industrie kommt, ist wenig für uns wirklich gebraucht. Das heißt, Sie haben Nachhaltigkeit im Fokus, oder? Nachhaltigkeit, Idee aus Ihren Ergebnissen? Auf jeden Fall. Und nämlich auch durch das Teilen von Informationen. Wir hatten November letztes Jahres auch innerhalb Corona eine Digitalkonferenz international organisiert mit anderen Forschermuseen der Leibniz Gemeinschaft. Wir hatten plötzlich tausende Registrierungen gehabt. Tausende? Und wir haben nicht mehr erlaubt, weil die Lizenz das nicht mehr ermöglichte. Es war von uns, heißt Leibniz Gemeinschaft, 3 Forschermuseen, kofinanziert. Wir hatten auch mit Cambridge Museums Cambridge University Museums gemeinsam gemacht, diese Konferenz. Es gab von Afrika, Südamerika und Asien natürlich viel Teilnehmer, die ich glaube nicht, die hätten 4 Tage sich nach Europa, die Dienstreise noch, die Übernachtung bezahlt. Es war eine tolle Atmosphäre, nicht nur wissenschaftlich, aber von der Zusammenarbeit. Und viele hatten gemeldet, toll, dass ihr diese Konferenz umsonst gemacht habt und uns das Wissen auch weitergibt. Bitte mehr davon, mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit, mehr Wissen teilen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Holla, du schaust ja modern aus. Brillengestelle. Genau. Von wann sind die? Wir vermuten 60er Jahre, 1960er Jahre. Was an sich schon relativ spät noch für die Nutzung von Zellulosenitrat, aber an sich von dem Zustand so fortgeschritten, dass dann genau bei diesem Umzug innerhalb der Renovierung des Deutschen Museums, wir haben eine große Renovierungsarbeit in der Sammlungsgebäude, wo auch Depots früher waren, dann wurde gemeinsam mit dem Kurator für Optik entschieden, dass diese Exponate entsammelt werden sollten. Entsammelt heißt weg aus der Sammlung. Das heißt, offiziell gehören sie uns jetzt. Sie können genau für Forschungszweck genutzt werden. Man kann sehr gut erkennen, wo Metallkern gibt und wo diese Säureabbauprodukte entstehen, dass da grüne Abverfärbungen. Und ach, das ist ja praktisch Kupfernitrat, oder genau. Was? Genau, sehr gut. Wenn man irgendwas habe ich erklärt. Ach so, der reagiert dann praktisch die Säure, die diesem Material, dem Zellulosenitrat, entweicht mit dem Metall, auf das draufgespritzt wird. Genau, und das bedeutet, dass Zellulosenitrat an sich für sich schon eine Gefahrquelle ist, aber genau für Nachbarobjekten auch. Deswegen hatten wir mit diesem Infrarotspektrometer versucht zu erkennen in unserer Sammlung, wo befindet sich Exponat aus Zellulosenitrat. Trotzdem, hier haben wir noch einmal diese Mischmaterialien und daraus meine Kollegin Christina Sesse in ihrer Doktorarbeit hat erstmal aus Platten aus Zellulosenitrat, die noch erwerblich in Europa sind, aber sehr schwierig, solche Platten zu kaufen. Das heißt, wir haben Zellulosenitrat in Plattform. Daraus würden dann Prüfkörper hergestellt. Also, und das war dann die Masterarbeit von Veronika Meyer, in dem Metallkern und ummantelt von Zellulosenitrat, um genau diese Art von Konstruktionsweise zu reproduzieren. Es sind leider nicht genau die Methoden, die man früher in der Industrie hat. Das sind jetzt Laborprüfkörper, aber wir nähern uns dran. Aber Sie können dann praktisch erforschen, wie Licht bzw. Feuchtigkeit oder sonstige Faktoren auf sowas dann einen Einfluss nehmen. Indem nämlich, was die Kälte macht. Also, und dann, ob man das durch Eifrieren dann praktisch bremsen kann. Genau, ob es neue Risse, neue Verformung, genau durch diese Kombination von Materialien eher gefährlich ist. Das heißt, wir haben die Platten an sich, wir testen, was passiert Zellulosenitrat allein. Als käme. Ah ja, da hinten sind Akkordeontasten. Genau, aber man hat typischerweise die Zinken. Es bedeutet, hier hat man so eine Art Spitze. Und jetzt gehe ich da kurz mit an.
Das heißt, die Frage, die wir uns auch stellen, ist durch Kälte kann sein, dass hier genau an der Spitze andere Kräfte kommen, wie an der Basis. Ja, das kriegt, ne? Genau, und ob dann das noch kalt zu behandeln wäre. Diese Prüfkörper nach der Herstellung sind künstlich gealtert worden und werden jetzt gerade, was Christina machte, vorher in der Kälte gebracht. Und dann nach 3-6 Monaten werden wir ihre Eigenschaften wieder testen. Wir haben hier im Labor sehr viele Maschinen. Wir können die Zusammensetzung bestimmen. Wir können auch die Molekularkettengröße bestimmen. Wir können auch die thermische Dehnung in Abhängigkeit der Temperatur bestimmen. Und so läuft's. Also das sind für die meisten von uns, die Zuschauer, echte böhmische Dörfer. Aber ich finde es so hochinteressant, wie man halt so Materialien, also Kunststoff, wo man ja sagt, okay, das ist unzerstörbar, wie leicht oder wie vergänglich doch solche Sachen sind, gell? Und das dokumentieren Sie dann und da schreiben Sie dann praktisch eine wissenschaftliche Arbeit drüber, oder? Genau, also hier wird Thema eine Dissertation an der TU, Lehrstuhl für zerstörungsfreie Prüfung, aber wir machen dann genau wie in der Konferenz Beiträge, also... Beiträge, also Oral Presentations, Vorträge, aber auch Publikationen. Wir haben schon gerade bei diesem Projekt 3 Publikationen vor kurzem geschrieben und werden noch welche kommen. Das heißt dann, normalerweise müsste Ihre Abteilung ein Ausstellungsobjekt des Museums sein. Aber was Sie machen, ist so interessant. Gerne beim Abend zuschauen, verstehen Sie das? Da kriegt man einen ganz anderen Zugang zur Technik, verstehen Sie das? Der Keller ist viel zu schade für Sie. Nee, wir machen schon einmal im Jahr normalerweise diese Tage der offenen Türen. Ja. Wir hatten 2018 bei Kulturerbejahr auch in der Ausstellung Vorträge, auch im Gläserne Labor gearbeitet. Man kann das immer wieder auch machen, diese Vermittlungsformate, aber dann muss man auch in Ruhe seine Arbeit machen können. Also nur nochmal für Sie, das Grüne, dieses Kupfer, was vorher praktisch in dem Bügel drin war, der von dem Zellulosenitrat umgeben gewesen ist. Und weil halt dann aus diesem Zellulosenitrat so Säure rauskommt, reagiert es mit dem Kupfer und es gibt diesen Grünspann, den wir von uns rekrieren können. Na, so findet das immer wieder auf den gleichen Nenner zurück. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns das sagen. Eine große Freude. Ich hoffe auch für Sie, gell? Und wenn Sie nächstes Mal ins Deutsche Museum gehen, dann denken Sie an so Frauen wie diese Dame hier, die dafür sorgt, dass wir was zum Anschauen haben. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.